Hey yo, Leute, und willkommen zurück zu meinem Let's Play Alan's Madness Returns. Ja, wir stehen ja jetzt vor dieser komischen Puppe des Todes, die ja irgendwie wahrscheinlich was symbolisieren soll, was ich aber, wo ich gerade ehrlich gesagt keine Lust drauf habe, das zu deuten. Weil ich so faul bin, weil ich so faul bin. Ja, ich habe Ewigkeit nicht mehr gespielt, das tut mir leid. Labbel, labbel. Aber das hole ich ja jetzt mal nach. Das Spiel müsste ja auch eigentlich bald mal so vorbei sein. Also, hoffe ich. Was mache ich jetzt? Ich bin falsch abgebogen. Nein! Nein! Okay, danke. Das Mikrofon ist ein bisschen sehr nah am Controller. Es tut mir leid. Ich muss mir da noch eine bequemere Sitzposition irgendwann mal suchen. Schieß da drauf, Schlampe. Ja, ich werde mal versuchen, ob ich das heute noch zu Ende kriege, das Spiel. Weil ich ja nichts anderes zu tun habe. Ich müsste ja nicht irgendwie gegen irgendwelche Zombies kämpfen oder so. Komm ich da? Da komme ich ja einfach so rüber. Coole Sache. Hübsche Kunst. Was? Okay. Ich gehe mal davon aus, ich soll da irgendwie schießen. Oder so. So, dass da gleich Stacheln rauskommen, ey. Das gefällt mir nicht. Na, hör auf zu dingsen. Wow, das war knapp. Verdammt, ich habe ein Kloß im Hals. Vielleicht ist es auch Kassler, ich habe keine Ahnung. Ja, wir sollten langsam mal hier wirklich ein bisschen vorankommen. Was? Wo ist das denn jetzt schon wieder? Sprintmodus aktiviert. Ich habe übrigens jetzt lange drüber nachgedacht, was wir denn als nächstes spielen. Ich werde hier zerstochen. Ja, okay. Oh toll, hätte mir gar nicht, hätte mich ja gar nicht so beeilen müssen. Ich bin ja gar nicht zerstachelt worden. Ah, okay. Ich verstehe. Alice, du solltest dich beeilen. So ein bisschen jedenfalls. Wie gesagt, das mit den Klick-Klick hier, also dass ihr den Controller. Ich hab Sprachfehler zur Zeit, das ist ja. Nein! Nein! Wow! Ist das Starren hochgekommen? Wow, das war verdammt knapp. Und ich habe voll was übersehen. Da vorne war, glaube ich, noch eine Abzweigung. Wer weiß, wo die mich hingeführt hätte. Hier ist das Stockduster. Fress mich! Was? Bin ich nicht verletzt oder so? Was ist denn das für eine dämliche, doofe Plattform? Also die macht wusch, da macht sie wusch und jetzt sollte ich vielleicht springen. Ja. Soweit ich... Das Schlimme ist, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, ob wir schon so relativ am Ende sind. Was denkt ihr euch, hä? Was glaubt ihr, wer ihr seid? Jetzt kommt er wieder. Ich glaube, das ergibt keinen Sinn. Naja, kommt, lasst mich mal schön in Ruhe. Ich habe für euch nicht wirklich Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich hab's doch keine. Hallo? Raus aus meinem Haus und so? Ach ja. Okay. So zerquetscht werden und so finde ich richtig geil. Das turnt mich richtig an. Sie wurden leider zerquetscht. Das tut uns leid. Och nee, Mann. Ausgerechnet eine Puppe. Autsch. Die tun mir weh. Die tun mir weh. Okay.
kann die Grinsekatze gerade nicht rufen. Das finde ich sehr traurig. Warum tupst die? Also, wirft die mich schon mit Feuer? Noch habe ich doch gar nichts gemacht. Puff! Puff! Voll daneben. Ich will die jetzt nackig machen. Weil ich es kann. Oh, ich bin unfähig. Kann ich die auch einfach so attackieren? Ich sollte mal hier weg. Hallo und tschüss. Was macht sie das ja schon wieder? Ich finde diese Puppen echt nervig. Was zum... Du verlierst jetzt noch eine Hand. Weil ich's kann. Noch so richtig schön gequält zum Schluss. So richtig freundlich. Wo ist das? Ist das der Weg nach vorn? Oder ist es der Weg zurück? Und wo ist die komische Katze? Ich habe gerade irgendwie generell das Gefühl, ich bin hier irgendwie merkwürdig. Das ist, glaube ich, weiter. Ich würde echt gerne wissen, was die Katze von mir wollte. Und wo bin ich denn? Wohin bin ich denn gerannt? Ich bin ja komisch. Im Spiel passiert mir das irgendwie zurzeit ziemlich oft, dass ich mich verlaufe. Oh, ein Loch. Eine Erinnerung für meine Mama. Gestörte Menschen ernähren sich von den Gefühlen der anderen, Alice. Von ihren Stärken und Schwächen. Ja, ich bin... Ach nö. Ich will das nicht. Ich mach's trotzdem. Hui. Hallo, hier ist Alice. Ich hätte gerne einen Keks oder vielleicht doch zwei. Ach, mach drei draus. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine! Was müssen wir denn diesmal machen? Töte oder werde getötet? Okay. Ist der tot? Ja. Okay. Das geht aber noch von den Gegnern her. Ja, ich nehme alles zurück. Das ist scheiße, diese Mischung. Ich bin zu blöd, um auszuweichen. Okay. Puff. Nochmal puff. Weil wir können. Nochmal. Das Problem ist, ich weiß immer nicht. Oh. Verdammte Axt. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Hallo, auf einmal! Na los. Ich treffe die nicht. Ja gut, okay. Die Idee kann ich gleich vergessen. Ich treffe die nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich fühle mich betrogen und verraten. Oh. Na nun, komm. Ah. Es ist tot. Es ist tot. Nur noch einer. Nur noch einer. Okay. Und. Okay. Und noch eine Runde, weil es so schön war, ne? Ah, warum nur? Warum immer auf die Kleinen? Hui! Ich hasse Gundula-Räume. Ich würde lieber irgendwelche Fragen gestellt bekommen. Die kann ich wenigstens einfach nur mit ein bisschen Glück beantworten. Zack! Bah! Ich bin allergisch gegen Kämpfe. Immer wenn wir kämpfen, juckt mir meine Nase. Yeah! Kriegen wir jetzt nicht noch ein Herz dazu? Eine Rose? Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! Welchen Zug?
Ah, yay. 4 von 4, mal die Rose an. Bing. Und meine Haare wuscheln wieder so wunderbar im Wind. Attacken mit der Wolfer-Klinge sind schnell und heftig. Ich zeig dir mal was richtig Heftiges. Streckenpferd-Attacke. Oh Mann, jetzt ein bisschen Ernsthaftigkeit hier. Ups. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie lange wir vielleicht noch brauchen für das Spiel. War ich hier schon mal drin? Wahrscheinlich nicht. Wenn das ein Versteck gewesen sein soll, war es ziemlich miserabel. Das ergibt nichts. Das ergibt keinen Sinn. So. Wie war denn das jetzt? Ich glaube, jetzt muss ich mir das... Muss ich mir das jetzt einprägen oder so? Auf jeden Fall ist das unheimlich. Und ich komme da nicht hoch. Dann muss ich vermutlich... Ja, ich bin schon wieder mal überfragt, wie immer. Mach es kaputt! Naja, okay, ein Versuch was wert. Hier steht 1. Ah, okay. Das Schwert, diese gruselige, mysteriöse, böse Die unentdeckte Schuldige und der zu Unrecht Beklagte teilen ein ähnliches Schicksal. Gefängnisse und Ketten haben viele Gesichter. Du hast gar kein Gesicht. Ah, okay, ich verstehe. Ich habe es verstanden. Ich wurde dezent darauf hingedeutet. Okay, da steht eine fette 2 oben drüber. Das hätte ich mir auch denken können. Ich hätte es mir denken können, aber ich habe nicht so weit gedacht. Okay. Geh weg. Danke. Mhm. Ich will an diese Flasche, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wofür. Danke. Ha? Danke, danke, danke. Okay, das ist jetzt so ein bisschen... Und oh, ich wollte gerade loslaufen. Was? Ich will zur 3. Einfach erstens, weil wir es müssen und zweitens, weil es kann. Hui, mich im Kreis gedreht habe. Ich bin nämlich hübsch. Okay. Okay. Und lasst mich raten, ich muss da durchschießen. Das hätte ich mir fast denken können. So, das müsste jetzt eigentlich da sein, wo ich mich gerade aufhalte. Na, komm, weiter, 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 weiter. Jetzt bleibt das bestimmt gleich stehen, einfach aus Prinzip und weil es das kann. Och, muss das sein? Ich war besser als du. Wie nennen wir denn den Part? Fleischige Stacheln? Hört sich doch voll schön an. Oh, voll süß. Das ist nicht richtig. Oh, unfähig. So kurz. Das war gerade so ein guter Lauf und jetzt muss ich sterben. Ist das... Bah. Kommen die auch raus? Ja. Geht weg. Danke. Das ist nicht schön. Ich will hier nicht mehr sein. Ich habe hierfür kein Interesse und auch kein Verständnis mehr. Ich bin heute Schweizer. Es tut mir leid. Ich denke schon... 666! Geh zum Teufel, Alice! Okay. Hallo, Teufel! Ich habe keine Angst vor der Zahl 6! Wow! Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder.